Overlord 87, Overlord 88. Was ist denn da jetzt der Unterschied? Wildeste Diskussionen sind losgetreten worden. Was ist das denn? Es gibt im Weihnachtsmarkt eine neue Overlord 88 jetzt? Letztes Jahr war es doch die Overlord 87. Und um Gottes Willen, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Wenn man doch mal jetzt genau hinschaut, hat man doch optisch schon mal Unterschiede. Aber was steckt denn eigentlich da drin? Sind die Zahlen wirklich gleich? Ist das vielleicht einfach nur vergessen worden und es ist vielleicht eine ganz andere Rolle? Und kriegt man überhaupt das, was man hier kauft? Ich meine, auf dem Tisch liegt ja noch die 87 und dann verkauft man hier die 88? Beschiss! Ich witter da Beschiss, ganz klarer Fall. Also, was sehen wir denn und was haben wir denn tatsächlich für Informationen? Wir sehen an der neuen Overlord 88, dass das genauso wie das andere Gerät eine 8000er ist und dass es einfach eine von der Übersetzung her sogar gleiche Rolle ist. Es ist von der Bremskraft her genau das gleiche, es sind die gleichen Sternewertungen, also die Qualität ist eine gleiche, eine sehr gute Qualität mit 5 Sternen. Und das sind die Facts. Wir haben sogar den exakt gleichen Preis mit drin. Auch da hat sich nichts geändert. Was sich geändert hat, ist tatsächlich nur das Design. Was sich geändert hat, ist tatsächlich nur das Design und nicht einmal die Getriebekraft. Auch das war ein großes hier und hier und da und was könnte denn und was müsste denn und wenn das jetzt ein ganz schlechtes Gerät ist. Die Getriebekraft, auch die ist tatsächlich gleich. Ich habe da tatsächlich auch Rückfragen nochmal gestellt an RF4 und da eindeutige Aussagen bekommen. Das Design ist anders und wenn wir da jetzt mal hin und her springen, sehen wir tatsächlich auch, dass sich da der Spulenkopf etwas verändert hat. Das kann tatsächlich auch Auswirkungen haben. Wenn wir uns vorstellen, wir haben hier jetzt, sagen wir mal, die oberste, nehmen wir einfach mal hier die oberste Zahl sozusagen. Wir haben von einer 32 mm Schnur, also 0,32 mm Schnur, haben wir 598 Meter drauf. Dann ist es natürlich so, dass sich diese 500 Meter in einem kleineren Bereich viel breiter aufspulen. Ist ja ganz klar. Wenn wir das jetzt hier vergleichen mit dem etwas höheren Zylinder hier in der Mitte, dann verteilen sich diese 500 Meter natürlich auch nach oben oder unten sozusagen. Und dementsprechend wird das Teil weniger dick. Heißt also, theoretisch, gucken wir hier nochmal rein, theoretisch kurbeln wir dann mit dem Dingen vielleicht sogar noch etwas schneller. Und jetzt gucken wir gerade nochmal rein. Wir haben ja hier auch nochmal den Vergleich in drinnen. Wobei sich auch das schon fast wieder die Waage halten kann. Denn wenn wir hier sehen, der mittlere Zylinder ist insgesamt schon mal wieder etwas dicker. Auch da könnte sich das dann einfach wieder ausgleichen, ne? Also auch da gibt es gar nicht so viel Raum. Also ja, natürlich bietet es Raum für Spekulation. Aber auch da sollte sich das doch ganz gut ausgleichen. Entweder haben wir hier mehr Schnur einfach in der Breite auf einen etwas kleineren Raum. Der Kern ist etwas dünner. Oder wir haben hier den etwas dickeren Kern automatisch schon nach außen hin wieder mehr einen größeren Radius sozusagen, spulen dadurch dann quasi genauso schnell wie auf dem Gerät. Also kaum ein Unterschied. Ich denke, bei sehr, sehr wenig Schnur auf der Rolle merkt man den Unterschied wahrscheinlich am ehesten. Das würde also bedeuten, hier
bei ganz wenig Schnur, bei dem alten Modell, bei der 87 schnelleres Kurbeln. Und wenn man, keine Ahnung, vielleicht nur 100 Meter Schnur drauf hat, auf der Overlord, auf der 9, kurbelt man dann quasi hier langsamer. Mit der gleichen Übersetzung und allem drum und dran. Das Ganze ist aber so minimal vom Unterschied auch, dass gerade auch Spieler, die sowieso das Game erst relativ neu haben, keine Ahnung, noch nicht mal 1000 Stunden im Game haben und die, da merkt man eh nichts von. Also macht euch keinen Kopf darum, weil da eine Zahl anders ist und so weiter und so weiter. Entspannt euch, das ist für 99% der, sagen wir für 98% der Spieler ist es die gleiche Rolle mit den gleichen Werten. Die 2%, die das genau rausanalysieren wollen und genau wissen wollen, ja, was ist denn, wenn ich jetzt noch die das Getriebe zumachen will und so, wer angelt denn damit? Da angelt doch kaum einer mit Getriebe zumachen, wenn man nicht schon hoch ist im Level und da ein bisschen Skill hat, irgendwie auch beim Störangeln. Der normale 0815 Level 27 Angler angelt das Ding ganz normal über die Bremse und gut ist. Klar, im Endgame nutzt man das, dann weiß man aber auch, wie man damit umgeht und hat auch den Skill. Also, entspannt euch ein bisschen, gönnt euch das wirklich gute Gerät. Ich denke, ich werde da auch nochmal zuschlagen. Und dann hat man da einfach eine wirklich solide, hochwertige Rolle, eine 8000er mit einem wahnsinnig großen Schnurfassungsvermögen, was super ist. Ich habe damit schon geschleppt, ich habe damit auch schon ein wenig, also auch ein bisschen Karpfen geangelt, also fürs Karpfenangeln hervorragend, aber auch fürs Schleppen. Ich habe damit auch schon Spinning gemacht, ich habe einfach eine Monoschnur genommen, mit einem Fluorovorfach dann für Spinning am Koori. Auch das klappt, weil da einfach so viel Schnur drauf geht, hat man einfach zusätzlich nochmal sehr wenig Verschleiß. Also, lohnenswertes Teil, wenn ihr die Kohle habt, dann rein damit, gönnt euch am Weihnachtsmarkt das Teil. Ja, und ich würde sagen, ich hoffe, dass das ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat. Wenn ihr noch Punkte habt, Diskussionsbedarf, gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben, was euch da noch so aufgefallen ist sozusagen. Wie gesagt, es gibt die offizielle Aussage von RF4, kein Unterschied bis auf Design, kein Unterschied zum Vorgängerteil. Von daher, ja, bin ich gespannt, was da noch bei rumkommt. Wenn dir das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen. Wenn das Ganze gefallen hat, Kanal abonnieren. Das gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.